Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der Donnerstag, 24. Juni, 8.29 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir sind dichter bei der 15.500. Das heißt, das ist der Trade, den wir erstmal avisieren. The Big Number 15.507 Long, 15.492 Short. Da werde ich auch die schon mal scharf schalten. Daily Pivo heute bei 15.536. Das Gap von gestern Abend liegt bei 15.478. Wir bleiben auf diesem Chart und blicken einmal in die Boxen. Gestern Abend eine 16er Box, 25er Box ist hier sauber in den Gewinn gelaufen. 38er kommt für uns ja nicht in Frage, aber hier die 10er Box war vom Vortag. So. Also auf eine Minute, so viel Vola-Boxen gab es gestern nicht. Blue-Boxen, schauen wir auf die Vola-Boxen. Da war gestern der zweite Trade im Gewinn. Und natürlich blicken wir einmal auf die Forecast. Wo erwarten wir circa die Vola-Box? 15,455, 15,455 und oben herum 15,6, also 15,455. Das wäre dann die erste Vola-Box, also ziemlich weit unten. So, wir ziehen das mal runter. 4,55. Das kann sich aber auch immer noch circa ein bisschen ändern. Daily Pivo sind wir drüber. MTX, Einblick darauf, gestern ist Short Setup, heute Morgen kein Long Setup. Warum nicht? Weil der Daily Pivo davor ist. Wir haben aber die Möglichkeit hier nochmal auf Kinjun Sen, aber auch da keine Berührung. Also da kommt das für uns auch nicht in Frage. Wir gehen jetzt wie immer morgens einmal auf die großen Zeitebenen und fangen heute an mit dem DAX. Vorlage Zickzacklinie, Daily Long, 4 Stunden Short. Ich mache jetzt mal eine Tür zu hier. Direkt hier am Hafen, Jungs. So, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, so Pi mal Daumen und auf den kleinen Zeitebenen eher Long. Also ab den 4 Stunden Short sind wir eher Richtung Süden, aber das muss nichts bedeuten. Wir gucken uns nachher die Stundenkerzen dann einmal noch an. Gucken wir uns Gold an. Gold auf Daily-Basis nach wie vor Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Long. Öl auf Daily Basis Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Auch klar, dieses Feld hier, Technologiebörse Nasdaq, Long auf dem Daily, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also auch da, glaube ich, eindeutig Gewichtung im Long-Modus. S&P 500, schön gehalten hier an der blauen Linie und ist Long und in Richtung All-Time-High wieder. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch Long. Wir gehen jetzt einmal in die Tiefe. Und zwar in den Winter, den Kryptowinter. Wir sind also nach wie vor in Krypto bei 32.000. Wir sehen hier im Chart auf Daily Basis die Unterstützung bei 28,5. Daily Basis Short, 4 Stunden Short. Stunde, na, 30 Short wieder. Mal ein bisschen größer. 15 Short, 5 Long. Ethereum, Daily Short, 4 Stunden Short,
Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Long. Also auch da die Gewichtung eher für Long. Das einmal ein Blick in die Großwetterlage. Und jetzt konzentrieren wir uns auf unsere Boxen, auf unsere Fallen. Die erste Falle ist platziert bei 15.507. Gehen wir weiter Richtung Norden in Richtung 5.6, platzieren wir hier oben, die wechseln wir die Big Number 15.5 zu 15.6. 8.34 Uhr. Der Countdown läuft. Wir sehen auch hier eine Blue Box, die jetzt orange ist, die sich versucht wahrscheinlich gleich blau zu verfärben. 18 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. Und 10, 4, 3, 2 und los geht's. Wir haben unten die Bola Box 15,455, 18er Box hier oben, die ist aber noch orange. Und wir machen das große Chartbild mal auf. Um 15,668. Falls die Box blau wird, sind wir dabei. Aktuell sind wir am Daily Pivot. Und wir nähern uns jetzt der Big Number. Wir blicken parallel mal auf MTX-Signal. Die Kerze wird es noch nicht, eventuell die nächste. Ein Schub nach oben auf 64, das heißt, wir sind dichter dran an der Big Number 15.6. Und das heißt, wir gehen oben hin auf das Dach. 15.607 Long und 15.592 Short. Und die Vola Box für den Hedge-Auflösungstrade oder Fortsetzung oben herum ist bei 15.668 dann.